Der Rosé ist der Rosé. Also es bleibt mein Favorite. Ich bleibe heute beim Rosé. Fünfmal gibt nochmal einen Top. Es gibt einen Top für diese Lounge. Überrascht mich extrem. Ist ja richtig exzellent. So, liebe Hornfamilie, es geht los. We started. Starten wir aus einer Lounge, die viel Freude gemacht hat. Das war schon schön hier. Eine tolle, tolle Qualität. Thank you very much. And bye-bye. Bye-bye. Bon voyage. How would you say that? Bye-bye. Ja, Bon Voyage ist... Haben Sie eine gute Reise? Ja, haben Sie eine gute Reise. So now we're going to head back down on the fourth floor. Yes. Also das hat viel Freude gemacht. I have checked a small time in the business lounge. Yes. Was good too. Oh, this one is going up actually. Heart is up. We go down. You're good way, yes, it's different. All people go up. So, also der Burger hat gut geschmeckt. Die Geschichte mit dem Eis war extra. Ich habe noch ein Eis gegessen. Das war also fantastisch. Yes, okay, bye-bye. Left side. Das sind die Vorteile eines Personal Assistants. Wenn man direkt abgeholt wird und direkt zur Lounge gebracht wird, das ist von Air Force exzellent gelöst. Ich kann das nicht anders sagen. Also das ist wirklich fantastisch. Jetzt gehen wir nochmal hier unten entlang, durch den Duty-Free-Bereich und dann direkt zum Flugzeug. Ich sehe schon genau da hinten Air Force 1525. Wir sind on time. Mal sehen, ob es vielleicht klappt, dass ich nochmal die komplette First dann zeigen kann. Wir fliegen ja mit der 380. Ich meine, ich sehe gerade auch, die Lufthansa ist auch nebendran direkt, also das heißt Air France und Lufthansa. Das ist witzig. Der Hon, der ja sonst Lufthansa fliegt, fliegt heute mit der Air France und zweimal 380, wobei ja Air France angefangen hat, 380 zu verschrotten. Das ist natürlich ein Albtraum. Okay. Yes. Thank you very much. Items to retrieve. No duty free. No duty free. And this is our dedicated jet free. So, auch hier die First Class nochmal mit einer Person abgesichert, dass nicht irgendeiner in die First Class reingeht. Das finde ich also auch sensationell. Jetzt düsen wir. Ich bin mal gespannt, ist denn die First eigentlich oben oder ist die unten? Ist up or down the First? It's on the main deck. On the main deck. Das ist schon wieder unterschiedlich. Yeah, thank you very much. So, damit der Hon ist an Bord. Es kann Hello. Losgehen. Hello. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Aber eine kleine Information für den Flight Manager. Ich bin. Ah, das ist der Flight. Ja, ja. What I doing and so, yeah? Okay. Merci beaucoup. Ein Geschenk. Ein kleines Geschenk? Ja. So, ich war... guck mal. So, und jetzt die First. Premiere ist heute angesagt, 380, völlig anders, nicht oben, sondern direkt unten im Main Deck. So steigen wir jetzt ein in das La Premiere-Abenteuer hier in der 380. Ist ja ein Nachtflug, dadurch wird es nur ein paar wenige Bilder geben, aber ich kann euch die First Class auf jeden Fall jetzt erstmal vorstellen. Viel Vergnügen. Thank you.
wir haben ein schönes Gläschen Champagner zum Start, weil normalerweise müssen die Türen geschlossen sein, aber der Horn hat sich schon wieder extrem beliebt gemacht hier bei der Crew. Tolle Crew. Also die Crew ist wirklich, also das ist wirklich was Tolles. Schnuckelig, die sind schnuckelig. Ich habe auch mit dem Kapitän gesprochen, weil wir sitzen hier unten, das ist was völlig Neues. Also nicht oben zu sitzen ist ja wie bei der 747, wo wir auch unten sitzen. Ich persönlich sitze ja lieber oben, aber ist okay. Man sitzt hier direkt beim Kapitän, dadurch hat man den Kontakt zum Kapitän. Finde ich klasse. Wenn man sich also jetzt aber dennoch das Bild anguckt, wo ich jetzt also einen blauen Schlafanzug bekomme und der blaue Schlafanzug ist, nennen wir es mal porös, dann sagt das alles aus über die Kabine. Die First Class von La Première Air France, das ist alles nett. Gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter hier grundsätzlich einen tollen Service machen, weil das habe ich auf dem Hinflug ja schon gemerkt. Da hat sich wirklich derjenige extrem positiv um mich gekümmert und so, also toll.